und herzlich willkommen zu One Shot, der Welt, in der wir die Gottheit sind, in der wir die Bestimmung haben, so wird es uns jedenfalls vom Spiel vermittelt. Und wir müssen unserem kleinen Nico helfen, der ist da aufgewacht und möchte gern wieder nach Hause. Aber so ein merkwürdiger Roboter hat ihm gesagt, das geht nicht. Er hat eine Glühbirne gefunden, eine sehr große Glühbirne, die man hier auch sehen kann. Das bietet das One in One Shot und die muss er zurückbringen, also ganz ins Zentrum dieser Welt, damit es wieder die Sonne ersetzt und damit in der Welt wieder etwas Leben, damit da wieder etwas Leben reinkommt. Gut, dann wollen wir mal sehen. Miss Kitten? Ja? Ich bin jetzt wach. Das ist ja unser Speicherpunkt gewesen und was wir jetzt noch machen müssen, ist diesem Roboter, der soll uns weiterbringen in seinem kleinen Boot. Aber leider ist er schon lange nicht mehr in Betrieb gewesen, wie es scheint. Und deswegen ist da alles so total verrostet bei ihm, also die ganzen Gelenke und alles ist total verrostet. Und das müssen wir irgendwie wieder sauber kriegen. Und da haben wir auch so eine Anleitung für ein Reinigungsmittel gesehen. Hier drin. Also wir müssen Handschutz tragen, also die Hände schützen. Arubico-Gas brauchen wir und noch irgendeine Flüssigkeit. Arubico-Gas, ja, und dann steht da, wie man das herstellt. Und dass es eben zwei Elemente sind, die sich nicht mischen, die man erst schütteln muss. Na gut, dann haben wir als Items haben wir schon die Handschuhe, dann haben wir das Arubico-Gas in der Flasche und dann haben wir noch eine leere Spritze, die könnte sich dafür eignen, diese andere Flüssigkeit da rein zu tun, die wir erst noch finden müssen. Irgendwo im Hintergrund, wieso gehe ich denn dauernd zurück? Irgendwo im Hintergrund hier in diesen Sümpfen da war irgendwie so eine merkwürdige Blase, weiß ich nicht. Hier sieht man sie. Dieser Teich ist ganz anders als die anderen. Das Wasser ist alles so, ja, so schwammig, so, wie würde man das sagen, so wabbelig eigentlich. Okay, und damit müsste man die Spritze verwenden können, also die leere. Lass mich diese Nadel mit etwas von diesem Schlamm da auffüllen oder diesem, ja, ekelhaft. Aber wir können es gebrauchen und zwar, indem wir sie kombinieren mit dem, ich kann die Flüssigkeit durch den Korken einfügen. Und wenn ich das jetzt schüttele,
Moment. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu den Docks zurück und schauen mal, ob wir damit vielleicht unseren Roboter nicht wieder sauber kriegen. Gut, der erste Schritt ist natürlich, dass wir uns Handschuhe anziehen. Der zweite ist, wir haben ja so einen Schwamm bekommen. Und damit können wir dann, ja, das könnte ich benutzen, um Dinge zu reinigen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Gut, dann probieren wir es mal. Ich kann mich nicht bewegen. Naja, du bist immer noch ziemlich rostig. Gut, ach, dann müssen wir den nassen Schwamm jetzt ausrüsten. Halt still! Als ob ich eine Wahl hätte. Ich fühle mich schon besser. Ich kann mich bewegen. Ich kann wieder meiner Programmierung folgen. Und ein Herzchen. Wo würdest du gerne hin? Ja, ich möchte gern zum Spire. Ja, und die Navigationskreisläufe sind gefroren, sind... Oh nein! Was kann ich tun? Falls ein Fehler passiert, solltest du mit dem leitenden Ingenieur sprechen. Sie wird wissen, was du tun sollst. Okay, damit kann ja eigentlich nur die da bei der hier gemeint sein, also ja, gut, dann gehen wir mal hier rein, hallo? Noch einmal Entschuldigung, Fräulein. Ich habe einen Roboter gefunden, der mich zum Spire bringen kann, aber der ist ein bisschen kaputt. Der sagte sowas wie, dass seine Kreisläufe durchgebrannt sind. Wenn du ihm etwas von dem Glenn gibst, dann könnte er sich daran erinnern, wie man dorthin kommt. Es gibt aber nur wenig, was man hier finden kann. Niemand ist dorthin gegangen oder von dorthin gekommen für eine lange Zeit. Warte, ich habe das. Eine Münze? Schau genauer hin. Es ist ein Kleeblatt, eingeschlossen in... ja, da ist ein Kleeblatt in der Münze eingeschlossen. Oh, das ist sehr schön. Aber ich kann das nicht einfach weggeben. Es ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich werde dich nicht mit den Details aufhalten. Ich sag dir was. Ich habe schon lange nicht mehr Schach gespielt. Schon seit Jahren nicht. Spiel mit mir und dann lasse ich es dich haben. Ich kenne die Regeln nicht so gut. Aber ich denke, das ist das Mindeste, was ich tun kann.
Du bist wirklich gut. Ich habe sehr viel freie Zeit. Schach beschäftigt mich, beschäftigt meine Gedanken. Warum bist du hier ganz alleine? Schach. Ich bin hier, weil ich das so will. Dieser Ort ist mein Zuhause. Ah. Warst du jemals in irgendwelchen anderen Regionen? Ich habe gehört, dass es da drei gibt. In der Vergangenheit, ja. Ich werde sie wahrscheinlich jetzt nicht wiedererkennen. Die haben sich so sehr verändert, weil die Sonne weg ist. Nein. Ich hab das schon gesagt, oder? Die Sonne wird die Welt nicht retten. Der Zerfall fing schon an, bevor die Sonne ausging. Ich denke, der plötzliche Tod der Sonne war nur die Spitze. Die Dinge gingen schnell den Berg runter danach. Schach. Was? Wann hast du deine Königin dorthin gebracht? Also, was hat dich hierher gebracht? Dieser Ort sollte eine zweite Chance für mich sein. Eine zweite Chance? Schachmatt. Nun gut, ich denke, ich habe dich lange genug aufgehalten. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du kommst sicher nach Hause. Ah, danke. Gut, und jetzt haben wir die Münze. Ein dreiblättriges Kleeblatt. Gut, damit können wir jetzt zum Roboter gehen. Und der kann uns hoffentlich etwas weiterbringen. Mal ausrüsten. Oh, diese Münze. Ich erinnere mich jetzt. Kurs festsetzen. Wir gehen jetzt zum Glenn. Noch was. Dieses Boot ist überbesetzt. Du musst ein paar Besitztümer hinter dir lassen. Oh. Naja, ich glaube, ich brauche das meiste Zeug nicht mehr. Das ist akzeptabel. Los geht's. Und dann geht es los. Und hier ist dein Halt. Das Glenn. Danke. Das sollte ein Dorf im Norden sein. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Leb wohl. Mag deine Aufgabe von Erfolg gekrönt sein. Gehst du weg?
Ich muss zurückgehen, wenn die Ingenieure mich brauchen. Gut, also wir sitzen hier fest jetzt erstmal und eine Notiz wurde hinzugefügt. Das sehen wir uns aber im nächsten Teil an. Ich verabschiede mich. Tschüss, macht's gut.